Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. In der letzten Folge haben wir Don Raphael getroffen. Er ist am Ende irgendwie ziemlich gut angelaufen und ich weiß nicht, was das bedeutet, deswegen folgen wir ihn einfach mal hinterher und springen in den sicheren Tod. Jetzt muss jemand anders Prinzessin Peach retten. Ah, Rock! Und weiter geht's. Hört es wirklich jetzt in Richtung Vulkan geht, würde ich jetzt mal sagen. Rüsten wir mal Gumbario aus und dann möchte ich tatsächlich mal meine... Hoppala. Falscher Knopf. Orden. Austauschen. Anstelle von Bauer Doubts nehme ich dann mal... Wo haben wir es denn? Ice Power, damit wir auch auf die Art drauf springen können. Hoffe ich mal, dass es so funktioniert. Oh, Mario kommt nicht über einen Busch vorbei. Auch schon ziemlich traurig. Warte mal, bevor es in den Busch geht, in den Vulkan, möchte ich mich gerne mal heilen. Dann ist alles aufgefüllt. Inklusive unserer Sternpunkte. Genau. Darf ich mal kurz? Dankeschön. Item-technisch sehen wir da ganz gut aus, ne? Ein Superpilz, zwei Superpilz, Waka Wakas. Kick. Ja, sieht doch alles gut aus. Verstanden? Gut, sind alle bereit? Und nun, Abogsacks, an die Arbeit. Das wird nicht lange dauern. Hm? Was zum Henker? Ja, Kra. Fertig, Kra. Alles klar, du kannst jetzt den Vulkan erreichen. Oh, herausragend, wirklich. Es scheint, als könnten wir nun den Vulkan betreten. Hat er doch gerade gesagt. Was zum Glück nicht, Mario. Ich werde keine Sekunde länger warten. Die Schätze der Vergangenheit rufen nach mir. Vorwärts. Was für ein schräger Vogel. Dieser Koopa, was für ein Draufgänger, stürzt sich einfach so in den Vulkan. Er ist kühn, das muss man ihm lassen. Kühn und völlig durchgeknallt. Aber genug jetzt. Ich will dir nun den wichtigen Gegenstand geben, von dem ich sprach. Hier, nimm ihn. Ultrastein, hebt einen deiner Freunde in den Ultrarang. Das ist ein Ultrastein. Ich habe ihn vor langer Zeit in den Tiefen dieses Dschungels gefunden. Jetzt, da du diesen Stein hast, finde einen Superblock. Dort kannst du einen deiner Freunde vom Superrang in den Ultrarang erheben. Diese Erstarkung deiner Freunde ist der Schlüssel zum Erfolg. Vertraue mir. Dies hat mir ein Stern im Traum verraten. Setz ihn weise ein. Ich muss gehen. Over und aus. Ab in den Vulkan. Ihr Gummi. Und werdet euch alle vereisen. Oh. Naja, dafür sind noch meine Sternepunkte aufgeheilt. Wir reden nicht darüber. Hallöchen, jemand zu Hause? Jemand, der keine Piranha-Pflanze ist, bitte. Identifiziert als Mario. Alarm, sofortiger Report. Alarm. Geh weiter in den tiefen Vulkan.
Ach nö, nicht Colorado. Hm? Ich fühle Gefahr. Aber alle Abenteuer sind gefährlich. Also was soll's? Wir müssen weiter vordringen, um uns auf die... Meint ihr, wir müssen weiter vordringen, um uns mit der Entdeckung unbekannter Schätze rühmen zu können? Super los! Oh Gott, der Plattform sinkt! Ja, was ist mit dem Felsen los? Er ist in der Lava versunken. Ja. So geht es, Colorado. Ist hier was? Das sieht so verdächtig aus. Was? Nö. Dann bitte wieder Gumbarium. Und der später ein neuer Gegner. Lava Blub. Das ist ein Lava Blub, eine Art Feuerballmonster. Lava Blubs leben in der Nähe von Lava. Maximale KP 9, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Sie sind offensichtlich sehr heiß. Wenn du auf sie springst, wirst du dich verletzen. Manchmal greifen sie auch deine Freunde an. Wie mich? Die Angriffskraft dieser Attacke beträgt 2. Aufgrund ihrer vorherigen Natur fürchten sie sich Nähe und Wasser. Nähe und Water? Okay, Krimel. Ja, der Ort bringt definitiv was. Okay, das ist nur... Hupa, wollte ich gerade sagen. Nur Gumbario. Für mich kein Problem. Solange ich keinen Schaden nehme. Ob wir in dieser Folge noch ein Level abkriegen? Wer weiß das schon. Und noch ein Superpilz. Dann weg für... Alle 4 ist schon nice. Alle 5 ist... Oh nein. Komm, geht Feuerbomben weg. Feuer gegen Feuer ist nicht sehr effektiv. Hier ist nichts. Hallöchen. Komm schon. Möchte ich Power? Nein, möchte ich nicht. Ich gehe erstmal hier rein. Ach du liebes bisschen. Nee. Oh. Wir können direkt jemanden hochranken. Oh, komm, nehmen wir mal Sushi. Ist ihr Kapitel. Soll dieser Mitstreiter aufgestuft werden? Ja, definitiv. Sushi wurde in den Ultra-Rang aufgestuft. Jetzt nicht dort hochspringen, nein. Eine Sekunde bitte. So, da bin ich wieder. Oh, das war knapp. Er braucht schon springen. Yeah. Auch wenn ich weiß, dass es funktioniert, ist es dann ab und zu doch mal ein bisschen knapp, ne? Gumbario, it's your time now. Erster Angriff erfolgreich. Was hast du denn für Verteidigung? Pickelkäfer. Das ist ein Pickelkäfer. Pickelkäfer tragen Stacheln auf ihren Köpfen. Maximal KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 4? Ebenso wie Käfer sind sie sehr hart. Feuerattacken haben absolut keine Wirkung. Aber wenn du sie umkippst, fällt ihre Verteidigung. Superbeben. Das ging schnell. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Verdienste.
So, dann bitte wieder Sushi raus. Oh, ich bin gespannt, was bei Buch rauskommt. Nein, 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 nein. Oh Mist. Aber Walt doch. Oh Mensch. Komm, mach mal doch erstmal hier diese Fähigkeit. Snowball 6 Punkte. Seitenwellen. Drücke BA und unten, wie hier angegeben. Okay. Komm, mach mal dich erstmal weg. Weiß nicht, ob Hammer was bringt, deswegen nochmal Erdbeben. Wenn ich irgendwie Soda kriege, brauche ich wieder Soda. Auch mehr BP-Punkte. Aber auch im Ohren Punkte. Ich setze jetzt einfach ein. Komm schon. So der Geiz. Da können wir wieder nach oben. So, hier ist ein Speicher. Block und da können wir nicht weiter da. Oh, wir kriegen also in diesem Kapitel also einen besseren Hammer. Bin ich mal gespannt. Oh, da oben war was. Habe ich gesehen. Einmal Superbeben bitte. Du machst mal Spucker. Und dann einmal Erfrischung. Kannst du einfach eine ganz normale Bauchladung machen? Das bringt nichts. Nein, nicht Fokus. Na, ja, dafür sind wir bald wieder hochgeheilt, ne? Was zum Fail. Gepaart die Erfahrungspunkte. Gehe ich Leben zurück? Na, aber Blumenpunkte. Das ist eine Piranha-Pflanze. Komm, die nehmen wir mit. So, Erstangriff erfolgreich. Ew. Ist eins schon mal weg. So, ich habe da nur keine PP-Punkte mehr. Sich eh bald erledigt mit dem Level Up. Ich bin auch da nach unten. Nein. Ich möchte noch kurz gucken. Nein. Ich bin nicht immer daneben. Doch, jetzt aber.
Jetzt. Feuerschild und reduziert erlittenen Feuerschaden um 1. Brauche ich 2 für. Ne, dafür haben wir Eispower. Brauchen wir nicht. So, dann gehen wir erstmal. Geht überall weiter, ne? Wir gehen erstmal hier links. Okay. Wir können auch hier weiter und da brauche ich einen Hammer. Dafür brauche ich Power Carry. Da kommt auch mal wieder zum Einsatz. So, ist hier vielleicht noch irgendwas hinter? Nö. Lass sie sich nicht auflösen im Lava. Was ist das für ein Material? Fragen über Fragen. Auch trotzdem nochmal Paracarry. Und kommen wir nicht weiter, dafür brauchen wir ja einen Hammer. Dann gehen wir erstmal hier lang. Oh, da ist eine Truhe. Hm. Was könnte da noch drin sein? Vielleicht der Super Ultra Super Hammer. Auf du. Ich wollte eigentlich Erstangriff machen, aber okay. Dann bitte einmal wechseln auf Gumpario. Roter Kamek. Er ist ein Magier des Koopa Clans. Fetzige rote Robe, was? Maximale KP 11, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Er kann mit Magie die Angriffskraft seiner Kumpane erhöhen. Kümmere dich um ihn, bevor er seine Leute aufpeppt. Ich kümmere mich erstmal um die. Ouchi. Hättest du das mal vorher gemacht? Na, jetzt sind sie weg. Warte mal, ich paralysiere ihn mal. Da kann ich ja nicht, weil ich ja keine Sternpunkte mehr. Dann mach einfach mal eine Kopfnuss. Er haut da einfach ab. Meine Erfahrungspunkte. Unerhört. Ja, schon wieder ein weißer Kamek.